ein neues Video von mir. Ich muss gerade mal ein bisschen leiser sein. Und zwar hatte ich euch ja vor ein paar Tagen das Video mit dem Better Simplex gepostet. Und ja, die haben fleißig gefischt. Da sind zwei Männchen mit einem vollen Maul. Ihr seht das ja, die Backen sind dick. Das stellt nicht ganz scharf. Der hier oben auch. Ist ein bisschen durch das Licht nicht ganz so erkennbar durch die Kamera. Aber wenn man von unten schaut, na, sieht man es. Ein dickes Maul und ich habe nichts gemacht. Ich glaube, das Mädchen hier ist die Übeltäterin, weil die hat zumindest mit dem einen habe ich sie immer wieder gesehen. Ich kann euch ja gleich mal das einblenden. Und jetzt muss ich ganz besonders aufpassen, dass sie sich da nicht übereifrig an die Männchen ranmacht. Also es ist so, dass die Weibchen dauerhaft wollen und man deswegen auch mehr Männchen haben sollte. Hier drüben ist jetzt noch ein Weibchen, glaube ich. Hier wäre so eine riesen Schnecke auch drin. Ja, da ja viele gesagt haben, sie wollen Updates, habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Und das sieht so witzig aus. In echt. Das kann man auf dem Video gar nicht rüberbringen, aber ihr seht es ja, dicke Backen. Das heißt, ich muss jetzt auch besonders füttern, also natürlich mehr Fleisch, dass die auch genug Kraft haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Männchen, was am Anfang das Maul voll hatte. Das versteckt sich nämlich die ganze Zeit hier. Ich denke, der hat sich zurückgezogen, also sind die zwei anderen Männchen. Ja, mal schauen, was draus wird. Also, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt sieht man es ein bisschen besser, wenn er sich nochmal dreht. Den anderen. Und ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen positiven Feedbacks auf das Video. Es hat mich sehr gefreut. Es war auch sehr aufwendig, das Video zu machen. Aber ich wollte mal was Besonderes machen und nicht nur so ein Erzählvideo wie dieses hier. Und ja, ich hänge euch jetzt mal noch die Paarungsvideos an und sag einmal tschüss. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Denn dann verpasst ihr auch nicht die Videos. Und wenn ihr auch noch die Glocke anmacht, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Das ist nur eine, also keine Angst. Und ja, über Kommentare freue ich mich natürlich. Übrigens, ihr könnt euch noch nicht für eine Nachzucht anmelden, weil das schon einige gefragt haben. Ich muss erstmal schauen, wie sich das hier entwickelt und wie groß ich die Gruppe werden lassen kann. Da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr recherchieren. Und ja, ich lasse sie jetzt mal in Ruhe. Es war sowieso gerade schön, dass sie mal vorne waren. Deswegen habe ich auch gleich die Chance genutzt. Ja, ansonsten gedeiht das Becken. Wie gesagt, ich hänge euch jetzt noch was an. Tschüss.